Willkommen zurück zu einem neuen Lego-Aufbau-Video und es ist das erste einer ganzen Reihe. Was habe ich denn da? Achso, das ist auf der Taste, das ist auf dem Bildschirm. Ja. Und zwar ist das erste einer ganzen Reihe, die ich dazwischen gegrätscht nenne. Und ja, Harry Potter ist ja gerade durch, ne? Ich glaube, ich mache noch mal ein bisschen. Jo, so. Die ich dazwischen gegrätscht nenne. Und Harry Potter ist ja gerade durch und ich möchte euch das Ganze noch einmal präsentieren. So, einmal, zweimal mit dem Stud-Shooter. Hm, ja, so mache ich mal. Und natürlich den Hirsch nicht vergessen. So. Also, was haben wir? Wir haben vier Minifiguren, wir haben zwei Bäumchen, ein Stud-Shooter hier mit, ja, ich sag mal, soll wohl er hier darstellen, ne? Wie er die Dementoren trifft. Zwei Dementoren. Eins, zwei. Harry und Sirius Black. So, wer die Filme kennt, der weiß, worum es hier geht. Das hier ist die Szene am Ende. Oder sehr, sehr weit am Ende von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, und ich möchte das einfach mal Revue passieren lassen, nochmal das Set. Das werde ich wahrscheinlich mit allen machen. Ich werde noch ein paar dazwischen gegritscht machen, wo ich nochmal die, wo ich Zeitschriften präsentiere und auch die Modelle bzw. die Minifiguren, die da drin sind. Zu 80% sind in den, mein Gott, zu 80% sind in den Zeitschriften mal Minifiguren drin. Ja, Star Wars zum Beispiel hat Minifiguren und kleine Modelle, also Minis. Ja, wie den, ja, kann man gut nehmen, wie zum Beispiel den Millennium Falcon in der inzwischen dritten Variante. Ich bin noch mit der neuen Kamera am Kämpfen, wie ich die ausrichte. Ja, so. Weil ich muss das ja, ich muss da damit klarkommen. Ne? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, das hier ist der Hirsch. Bäumchen mit Dementor. Ich zeige euch den Dementor nochmal. So. Ja, fokussieren. Ja. Na komm. Also das Handy hat besser fokussiert. Ja. Sind wir mal nicht böse darum. Ja. Das ist immerhin meine erste 1080p Kamera, wenn sie denn das bringt, was es leisten soll. So. Dann zeige ich euch nochmal Harry mit den kurzen Beinen noch. Ne? Der Junge ist gerade hier gerade mal 13. Ne? Komm, Fokus, Fokus. Ne, will er nicht. Ne, fokussieren ist ihm zu heftig. Ne? Aber wir stellen Harry hier wieder hin. Au, hier direkt neben. Au, au. Ich habe mir vorhin den Ellbogen angestoßen. Der ist am Singen wie Bulle. Oh, das tut weh. Ja, wo habe ich denn mein Maßband? Hm. Damit wir das hier noch, das Paket hier nochmal Revue passieren lassen können. Und da geht mir auch schon einer der Kartons fliegen. Das ist auch toll. Ja, die präsentiere ich auch nochmal. Von dem Set hier hatte ich den Karton nämlich schon entsorgt, da mein Patenkind mit den Sachen auch spielt. Ne? Also sollte da mal was runterfallen oder so, bin ich nicht böse. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich. Hä? Es heißt ja, haltet eure Freunde nahe, aber eure Feinde noch näher. Haltet eure Freunde nahe, eure Feinde noch näher und am nächsten euer Arbeitsmaterial. Denn aus irgendeinem Grund habe ich hier gerade kein Maßband nicht. Wo habe ich das denn hingeworfen? Hm. Ach ja. Da mache ich mein erstes dazwischen gegrätscht und ja. Diese kommt übrigens als Video 3.5 raus, nur zur Info. Es ist lachhaft. Es ist absolut lachhaft.
Wo zum Geier? Keine Ahnung. Ich könnte jetzt noch einen Zollstock holen oder ein Lineal. Habe ich ein Lineal hier? Nein, natürlich habe ich kein Lineal hier. Aber dann kann ich wenigstens was mit Noppenbreite sagen. Da, hier haben wir 8 Noppen. Ach, nee, 6. Hier haben wir 6 Noppenbreite. Das hier ist 6 Noppenbreit. Das hier ist auch nochmal 6 Noppenbreit. Also sind wir bei 12 Noppen. 12 Noppen sind circa 13 cm etwa. Oder 11 bis 13 cm. Ja, da das hier auf Eck ist, nehmen wir nochmal einen Zentimeter oder zwei weg. Ja. Die Höhe ist so, ja, so 10, zwischen 10 und 11 cm. Dasselbe hier. Ne? Ja, dann haben wir natürlich ihn. Die Tiefe brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu berechnen. Ja. Wenn wir ihn hier noch irgendwie dran packen könnten. Ne? Passt schon. Ne? Ich lege das mal auf die Seite. Kann man das so besser sehen? Ne. Ist der Kamera einfach geschuldet. So. So. Ich muss die mal hinstellen und dann mal gucken, wie das so funktioniert. Da ich hier an meinem Bootsmattisch sitze. Ich habe allerdings andere Pläne noch. Kommen wir noch zu. Keine Panik. Aber nicht jetzt. So. Wir sind damit erstmal fertig. Mit dem einen dazwischen gegrätscht. Ach ja, eins wollte ich noch klären. Die Modularität dieses Sets ist natürlich entsprechend der Harry Potter Sets anzusiedeln. Und fällt in etwa in dieselbe Kategorie wie das welche Nummer hat das Set nochmal gehabt? Da habe ich mich jetzt schlecht informiert. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber ich meine, die Szene im Wald aus Harry Potter und der Orden des Phönix mit der Dolores Umbridge, wo die im Wald sind, wo die Dolores Umbridge von den Zentauren mitgenommen wird. Genau das Set, wo auch der Riese bei ist. Oder, ja. Der Halbbruder von Hagrid. Ja, natürlich spielt das hier ganze zwei Jahre vorher. Ja, ich glaube 2 Jahre vorher. Ja, weil hiernach kommt ja der Feuerkelch und der Orden des Phönix ist ein Jahr später. Ja, also 2 Jahre hiernach spielt das erst. Und aber von dem Set an sich, ja, das sieht man auch an den Bäumen, wenn man das Set bereits hat, dann erkennt man das. Das sieht man an den Bäumen, die sind ähnlich aufgebaut wie der Baum aus diesem Set. Ich muss mal gucken, welche Nummer das ist. Dann sage ich euch das nochmal und ich glaube, ich schreibe das nochmal unten in die Infobox. Ach, Infobox, in die Video in die Videobeschreibung. Ja, und damit ist auch schon das erste dazwischen gegritscht fertig. Ich muss jetzt ganz dringend gucken, wo ich mein Maßband habe. Ich wollte nämlich keinen Zollstock nehmen, weil ich finde einen Zollstock klobig. Ja. Und wollte ein Maßband benutzen. Ja, aber irgendwie hat mir das hier alles dazwischen gerät. So, eins muss ich noch sagen. Heute ist der 18.02. Und ich habe schon bis jetzt 26 Videos fertig gemacht, die ich jetzt nach und nach hochlade. Aber sobald die Aufkleber von der Lego Racers Ferrari Box, die 8376 und die 8678 sind das, glaube ich, oder 92, weiß ich nicht, muss auch nochmal gucken, dann werde ich die beiden erst einmal restaurieren. Ja, dann werde ich die dazwischen schieben. Ja, weil ich muss die komplett auseinandernehmen, das sind jede Menge Teile. Und ich muss diese Teile sauber machen. Irgendwer hat mal versucht, an dem Laster die Aufkleber abzumachen, anstatt mit Sandpapier. Sieht schlimm aus. Mein Gott, ich habe aufstoßen. Das ist nicht mehr feierlich. Oha. Ja, so, das war mein Mittagessen. Entschuldigung. Übrigens, Spaghetti mit Rahmsoße. Super lecker. Und mein Getränk hier, das ist Zitronentee.
Nicht zu stark, ich darf den nämlich gar nicht so stark trinken. Und was ganz wichtig ist, wir werden die Tage mit, oder ich werde die Tage auch mit meinen Klamottenvideos weitermachen, die übrigens beim Walross-Duo hochgeladen werden. Und meine Game-Videos, die ja dann halt auch bei Pumpkinhead hochgeladen werden. Ich verlinke euch die beiden Kanäle nochmal und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Obwohl, die könnt ihr im ersten Harry Potter-Video, sind die in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, geht dort mal hin. Dort findet ihr sie. Ein bisschen dünn. So, damit sind wir mit dem ersten dazwischen gegrätscht fertig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ganz ehrlich, die Kamera hat ein wunderschönes Bild. Ja, so. Es ist nicht so körnig, wie ich gedacht habe. Aber ey, was will man auch für 12 Euro sagen, ne? Bleiben wir mal ganz cool. Ich werde mir nochmal eine bessere holen für ein paar Euro mehr, ne? Vielleicht ist das dann sogar eine HD Ready oder noch eine Stufe höher. Ja, dass ich immer so 30, 40, 50 Euro ausgebe dafür. Wahrscheinlich so 60. Aber damit sind wir erstmal am Ende dieses Videos. Und dann sage ich mal, bleibt mir gelegen. Habt einen wunderschönen Tag. Es sind jetzt 11.37 Uhr. Ne? Bleibt mir gewogen, nicht gediegen. Bleibt mir gewogen. Einen wunderschönen Tag noch. Ja, und habt Spaß. Euer Pumpkin Bricks.